So. Das ist ja schon mal was. Moment. So, ja. Die baue ich hier. Also die benutze ich dann, um auf eine Mauer zu klettern. Vermutlich. Und mein General, den muss ich natürlich schützen. So gut es gehen tut. Achso, wollen wir mal schauen, wie es hier aussieht. Speerträger und ein paar, die schießen hier und da. Gut, hätte ich die auf die andere Seite stellen können, meine Jungs hier, aber weißt du, in der Zeit, wo ich von da hinten angelatscht komme, kommen die, haben die Seite gewechselt, fertig, ne? Also, von daher. Gut, jetzt drehen wir die Jungs mal ein bisschen. Und abwärts, vorwärts. Haha, nicht abwärts. Abwärts wäre auch schön, ja? Ja, es kann sich nur um Stunden handeln, Leute, aber wie gesagt, ich bin nicht der große Stratege, also jetzt nicht, dass ihr hier, was weiß ich, denkt. Ich sag's lieber von vornherein. Also vornherein, naja, könnte schon ein bisschen, das könnte schon die zweite Folge sein, in der ich das erwähne, aber. Nicht wahr? Es ist nicht, dass es hinterher ist, ich habe nichts gesagt. Ich bin nicht der große Stratege, das wollte ich euch mal eben so mitteilen, nicht? Aber in Fall of the Samurai habe ich das schon einmal durchgeschnallert. Habe ich es geschafft quasi. Trotzdem, dass ich eben nicht der Great Operator bin. Ja, hör mal da, hör da. Und Japanisch spreche ich nämlich auch nicht. Also. So langsam kommen wir doch in Reichweite, nicht wahr? Mit denen will ich jetzt nicht so unbedingt in Reichweite. Nicht, dass sie mich wegballern da. Richtig. Mhm. Ah, die ballern schon. Okay. Ihr dürft ruhig schießen, Jungs. Genau so. Ein bisschen drehen, das Volk. Die können da, glaube ich, absteigen, ne, oder? Sammeln, neu gruppieren. Absitzen, genau. Nee, der Sieg ist sicher, mein Lord. Ja, das sehe ich auch so. Dann können die schon mal das Tor sich hier vornehmen. Die Katanas. Schicke ich einfach über die Mauer. So, Freunde, dann wollen wir mal sehen, wohin das führt. Euer General wird angegriffen. Naja, können die nicht schießen eigentlich? Komm mal
einen Schritt zurück, Jungs. Galten Generals, ihr könnt tatsächlich nicht schießen, oder was? Was habe ich denn da für Leute? Geht mal einen Schritt nach vorne, Jungs. Ihr seht ja gar nichts. Nee, nee, das waren die falschen. Hallo. Die meinte ich. So. Wie sieht es bei euch aus? Oh, hier, man kann auch so schön nah ranfahren. Also es hat schon was. Also es ist schon echt super Sache. Wenn Rom wirklich eher ähnlich, wollte ich sagen, ähnlich schön wird, dann wenn es nicht noch schöner wird. So! Alle rein da! Die Männer haben einen feindlichen Turm erobert! Ja, sehr gut. Geh mal da weg. Kommt ihr mal schön da weg. Genau so machen wir es. So. Ich schätze mal, das war gar nicht so schlecht. Man hätte es sicherlich besser machen können, nicht? Wie gesagt, also, ne? Aber gewonnen ist gewonnen, Jungs. 3 Punkte. Haha. Und ihr armen Säcke. Was ist denn da los? Macht sie platt. Wir machen sie alle fertig. Machen die jetzt so lange da rum, Mensch. Ja, knapper Sieg. Also ich weiß ja nicht, so knapp fand ich den jetzt gar nicht. Naja, man kann das ja so und so sehen, nicht?
Okay, wir haben 200 Mann verloren. Das ist schon nicht so toll, ne? Aber immerhin. Was werden wir tun? Plündern werden wir nicht. Wir werden das friedlich besetzen, das Ganze. Wunderbar. Das wäre ihr Preis gewesen. Zuerst mal werden wir das natürlich hier reparieren. Wollte ich eigentlich... wie war das noch? Wie kann man das denn jetzt nochmal? Gar nicht. Habe ich kein Geld dort? Reparieren, ja. Können wir auch erst nächste Runde, glaube ich, ne? Und hier können wir jetzt so ein Shinobi-Ninja. Sollen wir oder sollen wir? Ne, lassen wir noch. Was mit dir hier? Du brauchst noch ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, werde ich das Ganze nochmal speichern. Denn da kommt gleich der nächste Angriff. Werde ich mal drauf, ne? Ende März. So, let's play. Ne, ne, da nicht, da. Zawai nenne ich das einfach. Speichern bitte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.